Kapitallebensversicherungen sind legaler Betrug. Das sage nicht ich, das sagt Axel Kleinlein. Er ist Verbraucherschützer und er war jahrelang Vorsitzender des Bundes der Versicherten. Ja, und da fragen wir am besten mal nach, ob das stimmt, bei einem, der es wissen muss, und zwar bei Sven Enger, denn der war mal Versicherungsvorstand. Sven, schön, dass du Zeit hast. Herzlichen Dank, liebe Carola. Ja, also Kapitallebensversicherungen, die behandeln wir ja gemeinsam hier im Money Talk immer mal wieder. Jetzt eben Axel Kleinlein als Verbraucherschützer, der tatsächlich gesagt hat, es ist ein legaler Betrug. Wir wollen uns die Kapitallebensversicherung deshalb heute etwas genauer anschauen. Kannst du es denn bestätigen? Ist das legaler Betrug? Er hat es ja mit sehr viel Aufwand betrieben und hat es ja wirklich bis in den obersten Gerichtshof geschafft und hat da ja auch die Bestätigung für bekommen. Wenn man das vor dem Hintergrund sieht, wie die Versicherungen die Dinge kalkulieren, beziehungsweise welche Rechtsgrundlagen dafür existieren, dann kann man das schon verstehen und auch unterschreiben, warum das höchste deutsche Gericht so entsprechend entschieden hat. Der ein oder andere, der vielleicht unsere Money Talk sieht, der fragt sich jetzt, Sven, wieso bist du denn jetzt plötzlich vom Saulus zum Paulus geworden, wenn du selber Versicherungsvorstand warst? Wieso setzt du dich jetzt dafür ein, dass Menschen eben erfahren, dass es vielleicht nicht die optimale Altersvorsorge ist, die sie da im Portfolio haben? Tatsächlich ist es so, dass ich schon ganz zu Beginn meiner Karriere in der Ausbildung für mich so als Haupttriebfeder mitgenommen habe, das Thema Altersarmut. Betroffen auch in der Familie oder eben durch den unmittelbaren Kontakt mit Menschen, die mir sehr nahe standen, die von diesem Thema betroffen gewesen sind. Und ich bin damals eingestiegen in der Branche und war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass das Thema Lebensversicherung oder Rentenversicherung wirklich einen Beitrag leistet, um das Thema Altersarmut aufzufangen. Also der Gestalt, dass es eben, wenn du mal überlegst, das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Du hast einen relativ geringen Monatsbeitrag, dafür hast du eine Vorsorge für dein Alter. Du hast gleichzeitig eine Risikovorsorge für deine Familie, wenn dir irgendetwas zustößt, und hast gleichzeitig so ein Rundum-Wohlfühlpaket. Das ließ sich gut verkaufen, ohne Frage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ich halt auch wirklich davon überzeugt, beginnend, dass das tatsächlich auch so funktioniert. Und je tiefer du dann irgendwann in die Materie einsteigst, dann merkst du, dass die Kombination zwischen Risiko und Rendite halt schwierig ist. Damit fiel dann die Lebensversicherung heraus. Dann schaust du halt ein bisschen mehr in das Thema Rentenversicherung, stellst dann da aber eben auch fest, dass das genauso ist. Und wer so ein bisschen meinen Weg verfolgt, der weiß, dass ich ja sehr stark anhaftend bin zum Thema Fondspolicen. Und auch da war ich davon überzeugt, dass das sozusagen die Klemme, die es in der kapitalbildenden Lebensversicherung beziehungsweise Rentenversicherung gab, dass sie das auflösen würde. Und auch da musste ich dann halt einfach feststellen, eben auch tatsächlich live als Vorstand in den Entwicklungen zu sehen, welche Ablaufleistung, wie entwickelt sich die Ablaufleistung, eben festzustellen, das geht sich auch nicht aus. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Aber ich bin mir sicher, da gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein. Ganz genau, das wollen wir heute mal etwas tiefer beleuchten. Wir hatten ja in den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, sind wir erstmal allgemein auf das Thema Kapitallebensversicherung und eben diese Verknüpfung von Sicherheit auf der einen Seite und Ansparsumme auf der anderen Seite eingegangen. Aber wir wollen uns jetzt mal ein bisschen die Hintergründe angucken. Wie wird denn so eine Kapitallebensversicherung eigentlich kalkuliert? Also wie geht ein Unternehmen ran und sagt, das rechne ich jetzt mal aus. Wenn ich hier diese Beiträge einnehme, kann ich nachher diese Summe auszahlen. Also wie geht das konkret? Ja, also man muss sich das im Grunde genommen so vorstellen, dass Mitarbeiter bzw. Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Vorstände, Aktuare, dass die sich zusammensetzen und anhand von verschiedenen Kriterien eben berechnen, was macht denn in Anführungsstrichen Sinn? Zum einen, dass der Kunde tatsächlich am Ende eine Ablaufleistung erhält und auf der anderen Seite, logisch, es gibt ein Unternehmen, was damit ein Geschäftsmodell entwickelt hat und damit Geld verdienen will. Und wenn wir da mal jetzt konkret auf einen Punkt gezielt schauen, dann sind wir bei dem Thema Kosten. Also wie kalkuliere ich Kosten? Und dann komme ich relativ schnell dazu, wie kalkuliere ich Abschlusskosten beziehungsweise Vertriebskosten? Wie kalkuliere ich Verwaltungskosten? Da gibt es eine ganze Reihe. Vielleicht greife ich einmal so einen heraus, ne, dass ich sage, es gibt einen sogenannten Ratenzahlungszuschlag. Das ist einfach ein Beispiel im Sinne von, die meisten Kunden, fast alle Kunden zahlen ihre Lebensversicherungsbeiträge monatlich. Völlig normal. Aber die wenigsten wissen auf der anderen Seite, dass sie dafür Ratenzahlungszuschläge zahlen, nämlich in der Regel von 5%. Was dann logischerweise in der effektiven Rendite bedeutet, dass mir teilweise bis zu 11%
fehlen können auf der anderen Seite. Und wenn ich mir jetzt überlege, was erwirtschaftet ein Unternehmen gleichzeitig am Markt oder ich habe vielleicht auch noch die Situation von Inflation, so wie wir das aktuell haben, dann kann ich mir nur an diesem einen kleinen Beispiel relativ schnell ausrechnen, an welcher Stelle sich das Produkt eigentlich für mich rechnet und wann nicht. Und nochmal explizit, weil ich es am Anfang gesagt habe, herausgegriffen, das Thema Abschlusskosten. Das heißt, am Anfang wird der Versicherung, meinem Beitrag, vollständig belastet, das, was ich dem Berater, der mir die Lebensversicherung verkauft hat, sozusagen an Vergütung für seine Beratung gebe. Und auch das ist ein erkläglicher Betrag, der dann dem Vertrag zunächst am Anfang fehlt und nicht die Rendite erwirtschaften kann, die es eigentlich bräuchte. Und das ist tatsächlich auch einer der Punkte, die dazu geführt haben, dass es sich eben wie geschnitten Brot verkauft, so eine Lebensversicherung, weil das natürlich eine Incentivierung ist, hier tatsächlich mit dem Abschluss eines Vertrages gleich so ein Batzen Geld zu bekommen als Versicherungsvermittler. So ist es, genau so ist es. Also es ist normalerweise, wenn ich zum Beispiel Investmentprodukte verkaufe, da bekomme ich das Geld dann dafür, was tatsächlich an Geld fließt. Also wenn 100 Euro bezahlt werden, kriege ich einen kleinen Beitrag davon, der im Euro-Bereich liegt. In der Lebensversicherung ist es so, dass der Betrag, das nennt sich Zilmerung, dass der Beratungsvertrag gezilmert wird, also die Leistung, die ich erbringe als Berater, wird dann die Lebensversicherung praktisch in ihren Beiträgen hochgezilmert. Das heißt, ich kriege für 5 Jahre eine Provision, also 5 Jahre lang zahlt der Kunde und ich kriege davon eine Provision dann halt entsprechend ab. Das heißt, ich nehme den Beitrag 100 mal 12 mal 5 und davon kriege ich dann meine Provision abbezahlt. Für mich als Kunde bedeutet das natürlich in der Konsequenz, dieses Geld, was ich vorweg sozusagen ja für die nächsten 5 Jahre schon bezahlt habe, muss ich mit meinen Beiträgen natürlich erst einmal wieder ins Verdienen bringen. Und wir beide wissen ziemlich genau, wie der Zinseszinseffekt dadurch belastet wird. Ein Aspekt auch, den man vielleicht so ein bisschen ungern auch betrachtet, das sind ja bei Lebensversicherungen natürlich Sterbetafeln. Also da geht es ja auch um die Wahrscheinlichkeit, wie alt wir eigentlich alle werden. Und das ist etwas beim Abschluss, wenn man so ein schönes Paket geschnürt bekommt, wo man also im späteren Leben dann einen großen Geldbetrag bekommt, dann denkt man nicht so gerne drüber nach, mit welcher Wahrscheinlichkeit man dieses Geld eigentlich bekommt oder nicht bekommt oder erlebt. Aber damit arbeiten die Versicherungen natürlich massiv und die müssen sich ja natürlich ausrechnen, wie lang leben denn die Menschen und welches Geld müssen wir dann tatsächlich wann auszahlen, oder? So ist es. Also wenn ich das jetzt umrechne und so ein bisschen populärwissenschaftlich halt herstelle, dann komme ich relativ schnell an den Punkt. Normal würde ich ja vielleicht sagen, meine Versichertengemeinschaft erreicht so ein Durchschnittsalter vielleicht von 80 Jahren. Wenn ich darauf jetzt alle zurückversichern würde, hätte ich gar keinen Gewinn damit. Also viel interessanter ist es, wenn ich jetzt beispielsweise sage, meine Versichertengemeinschaft wird in einem Schnitt 90 und versichere sie auf 90, soweit ja noch okay. Aber ich lasse mir natürlich auch den Beitrag entsprechend vom Kunden bezahlen, dass der 90 wird. So, jetzt erlebt er vielleicht diesen Punkt, dass er 80 wird, vielleicht erlebt er ihn auch nicht. Aber die Differenz zwischen der 80, die ich ja eigentlich dann geworden bin, und der 90, die ich dann tatsächlich versichert habe, das ist der Risikogewinn, den ich dann als Versicherer einstreichen kann. Wir hatten das schon häufiger bei uns auch jetzt im Money Talk besprochen, dass eben die Kapitallebensversicherung nicht diese optimale Absicherung fürs Alter ist. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man mal raufguckt auf seinen Vertrag und wirklich überlegt, ob man, was man damit machen kann. Also ich habe früher auch schon immer in meinen Büchern drüber geschrieben und habe gesagt, man sollte zumindest mal die Kapitallebensversicherung beitragsfrei stellen und sie dann einfach erstmal liegen lassen. Das wäre die optimale Lösung. Ist aber nicht, habe ich von dir gelernt. Ja, es ist tatsächlich früher so gang und gäbe gewesen, dass man dann gesagt hat, dann zahl einfach nicht weiter, mach beitragsfrei. Da gibt es nun aber verschiedene Gesetze. Also man ist ja normalerweise gemeinhin hält man oder glaubt man ja, es gibt zwei Vertragswerke, die das Lebensversicherungsthema regeln. Das ist das VVG, also das Versicherungsvertragsgesetz, und das VAG, das Versicherungsaufsichtsgesetz. Die zwei sollen das regeln. Tatsächlich muss man einmal drauf schauen, die Ablaufleistung darin werden nicht explizit geregelt. Das ist so eine der Kritiken, warum man der Axel Klein dann halt durchbekommen hat, dass Versicherungen legaler Betrug sind, weil die Formel, wie genau eigentlich eine Ablaufleistung berechnet wird, wird eben nicht offengelegt oder wird nicht sichtbar. Das heißt, du kannst als Kunde das praktisch gar nicht nachvollziehen. Wie sind die jetzt eigentlich auf dieses Ergebnis gekommen? Und dann bedeutet es natürlich, wenn ich jetzt meine Versicherung beitragsfrei stelle, dann kann es durchaus sein, dass ein Paragraph gezogen wird, der dann in der Folge dazu führt, dass ich die beitragsfrei gestellten Beiträge im Nachgang nachentrichten muss, um eine eventuell drohende Insolvenz meines Versicherers zu verhindern. Das heißt, die Beitragsfreistellung befreit mich in der Regel nicht oder hundertprozentig nicht von dem Thema Beitragszahlung.
Okay, also dann werde ich mal den Passus aus meinen Büchern streichen für die Zukunft. Was gibt es denn sonst für Alternativen, wie man mit so einer Kapitallebensversicherung umgeht? Wir haben ja, die Zahlen sind wirklich enorm. Wir haben ja, glaube ich, 80 Millionen Kapitallebensversicherungen in Deutschland. Das ist ja schon eine ganz schöne Zahl. Da kann jeder mal in seinem Schrank gucken, ob er noch die ein oder andere findet. Auch wenn das Also bei acht. was ist die bessere Möglichkeit mit der Lebensversicherung? Ja, also selbst wenn man jetzt erstmal sagt, 80 Millionen, sind wir bei 84,5 Millionen. Nicht, dass ich jetzt, ne, also die 4,5 Millionen machen den Kohl jetzt vielleicht nicht fett, nur ich möchte das einmal deutlich machen, bedeutet nur in der Konsequenz, dass jeder Bundesbürger mindestens mal eine Lebensversicherung hat. Und wir wissen beide, dass Kinder das in der Regel noch nicht haben und dass tatsächlich bestimmte Gesellschaftsschichten auch keine Lebensversicherung abgeschlossen haben. Das heißt, wir reden tatsächlich davon, dass viele, viele Kunden zwei, drei, vier Verträge oder sogar mehr haben. Und das hat natürlich schon was Bedeutsames, weil ich baue meine gesamte Altersversorgung auf dem Thema Lebensversicherung auf und bin mir gar nicht so unbedingt hundertprozentig dessen bewusst, dass das unter Umständen dazu führen kann, dass die versprochenen Leistungen, Ablaufleistungen, die da ausgewiesen werden, dass die unter Umständen gar nicht zustande kommen. Und das ist wiederum relativ auch legal. Also eine Versicherung ist auch durchaus in der Lage zu sagen, wir müssen die Ablaufleistung jetzt mal senken. Das ist auch paragraflich im VAG geregelt. Und da führt es dann automatisch dazu, dass mir Leistungen, die ich für mein Alter brauche, fehlen. Was ist die Alternative? Die Alternative wäre natürlich zu schauen, welche Ablaufleistung würden mir denn tatsächlich zustehen? Das ist das eine, dass man das mal einmal prüfen lässt. Und wenn man dann feststellt, alles klar, das ist das, was mir vom Versicherer ausgewiesen wurde, das ist das, was sich aus gutachterlicher Betrachtung heraus ergeben würde, macht es unter Umständen Sinn, diesen Vertrag abzuwickeln, zum einen. Und zum anderen dann mit dem Gutachten gemeinsam mein Recht oder meine Summen, die mir dazustehen, einzuklagen. Und tatsächlich gibt es da auch Unterstützungswände. Ich verlinke das hier unter dem Video zu euch auch und zur Vertragshilfe 24, die sich das nämlich zum Ziel gesetzt hat, eben sich diese Versicherung erstmal anzugucken. Denn nicht jede Richtig. eignet sich da automatisch dafür, aber man muss mal reingucken, ob man vielleicht so eine Versicherung im Schrank liegen hat, die man dann abwickeln kann. Sven, es ist wie immer wahnsinnig spannend, tiefer einzusteigen in diese Thematik mit dir, denn man merkt schon, dass du da viele, viele Jahre dich mit dem Thema beschäftigt hast. Danke dir erstmal für heute, dass du da warst. Für all diejenigen, die jetzt neu im Money Talk dabei sind, geht mal auf den Kanal. Da findet ihr auch noch ganz viele andere spannende Themen, die sich nämlich um Geldanlage kümmern und um die Geldanlage, die für euch wirklich sinnvoll ist, die ihr dann aber selber machen könnt und bei der ihr dann auch wirklich wisst, wo euer Geld steckt. Also insofern hoffe ich, dass ihr weiterhin auf dem Kanal bleibt, hier bei mir im Money Talk. Sven, ich danke dir, dass du heute wieder Zeit hattest für uns und wir hören uns ganz bald wieder. Dankeschön. Danke, ciao.